So, willkommen von den Empfangsgeräten. Ich bin Mongozian von dem Frakta und ich bin immer noch ganz tief in meinen Bergwerken. Ich bin jetzt, war ja zuletzt ein bisschen weiter oben. Da war jetzt aber nichts Tolles zu finden. Also ich habe da jetzt nur diese eine Geldkassette noch mitgenommen und habe mal ein paar Lampen aufgehängt. Da war aber sonst nichts. Und deshalb bin ich nach unten, wo auch die Geräusche herkamen, und habe halt diese Viecher gefunden. Die habe ich ein bisschen eingebaut, weil ich glaube, er sagt nicht, dass die friedliche Absichten haben. Und dann gucke ich jetzt einfach mal. Und ich traue mich ehrlich gesagt nicht, mich mit denen zu raufen. Bei meiner aktuellen Bewaffnung und Ausrüstung. Ja, da seht ihr das Lagerfeuer, das ich da angezündet hatte wegen der Kälte. Oder ich lasse mich töten, damit ich hochkomme. Aber ich habe noch nicht genug Silber. Also, das weiß ich nicht. Was soll ich machen? Außerdem ist die Festplatte, glaube ich, gleich voll. Ich habe wieder irgendwie 400 GB Aufnahmen. Die müsste ich jetzt eigentlich auch mal bearbeiten, damit ich es auch mal hochladen kann. Aber ich kann nicht aufhören. Ich kann hier nicht aufhören. Das ist so krass. Ich ist so... Also, das ist total bekloppt. Ich haue die ganze Zeit nur mit einem kleinen Pixelmännchen, mit einer Pixelaxt in lila Dreck. Und ich kann halt aufhören. Wahrscheinlich ist das dieses Feeling, das diese ganzen Leute all die Jahre bei Minecraft angetrieben hat, was mich halt nicht reisen konnte, weil diese Minecraft-Grafik nicht an mich ging, während das hier halt aussieht wie früher die Spiele, so Magic Candle und sowas. Und das ist dann okay für mich. Das ist so das Adventure-Grafik. Das bin ich gewöhnt. Sowas zocke ich seit 20 Jahren, das geht. Aber die andere Krempels da. Jetzt haue ich mich natürlich wieder durch den harten Krempel da. Extrem geschickt, ja. Ich glaube, schlafen gehen brauche ich eh nicht mehr. Ich glaube, ich trinke nachher irgendwie eine Kanne Kaffee, wo ein Löffel drin stecken bleibt. Weil wirklich jetzt sich nochmal ins Bett legen lohnt sich gar nicht. Meine Güte, ey, wann habe ich das letzte Mal wegen Game eine Nacht durchgemacht? Bestimmt schon ein halbes Jahr her. Mann, das ist bestimmt der einzige Planet im kompletten Universum, dem es kaum dem silbernen Spurenelement ist. Wie viel habe ich denn bis jetzt? Erbärmliche 14. Das langt ja im Leben nicht. Also ich sag euch schon mal Tschüss und wir sehen uns bald wieder, weil ich nehme an, jeden Moment hört die Aufnahme von allein auf, weil die Festplatte voll ist. Das ist hier, das frisst auch ganz schön Aufnahmekapazität, also das gibt relativ große Videos. Das hätte ich gar nicht vermutet, aber erstaunlicherweise ist es so. Ich muss vielleicht wirklich mal umsteigen. Haben wir das jetzt mal durchgelesen? Diesem Elgago? Ach, keine Ahnung. So, ist die Axt wieder repariert. Kupfer brauche ich mir ja nicht. Silber ist das, was ich mir brauche. Kann ich ruhig mal ein bisschen Kupfererz verbrauchen? Ah, wunderbar.
wenigstens ein paar Brötchen. Also wie gesagt, es fängt schon gerade irgendwie an so ein bisschen. Aber das habe ich nur eingebildet, weil sonst merke ich nie, wenn eine Aufnahme von allein endet, weil die Platte voll ist. Ich hätte ja nicht gedacht, dass eine 500 GB Platte bei ein paar Minuten Spielen voll läuft. Ne, nochmal durch Cobblestone buddel ich mich nicht. Das umgeben wir jetzt. Ah, oh, oh, ah, Silber. Nicht viel, aber hilft. Oh, ich höre schon wieder irgendwelche Viecher. Aber das ist krass, ey, was ist das für ein riesiger Planet, das als dieses lila Zeugsland aufhören will. Na, da haben wir wieder ein bisschen Kupfer. Ja, ist natürlich immer so ein bisschen gefährlich, sich in diese natürlichen Höhlensysteme reinzubuddeln. Das ist ein bisschen Eisen. Weil die sind eigentlich immer bewohnt. Und nachdem, was ich da drüben gesehen habe, von ziemlich großen Viechern. Oh! Oh, meine entzündeten Augen. Da ist Sand. Da ist Kies. Da sind Erze drin. Oh, das könnte eine deutliche Verbesserung der Lage geben. Gravel. Fällt mir direkt dieses Lied ein vom Wu-Tang Clan. Gravel Pit, oder? Hieß das so? Ich glaube, die Gruppe kennt heute eh keine mehr. Oh ja. Das ist, wow. Ich höre da was. Naja. Schon war okay. Super. So erdschichten lässt sich. Die sind noch nie freundlich. Das kenne ich doch schon. Ha, war mir klar, dass der nicht freundlich ist. Na, mit ein bisschen Glück muss jetzt da unten bleiben. Okay, hier geht's zu. Das ist okay, der Kreis von hier kommt erstmal keine weitere Bedrohung. Guck ich mal, was das da ist. Feiner Sand. Ah, das kann man auch craften, da kann man Glas draus machen. Und im Sand liegt Silber. Oh, super. Und Eisen im Cobblestone. Klasse. Also bestätigt eigentlich meine Theorie, dass weiter unten die Rohstoffe liegen. Oben halt nur kleinere Vorkommen sind. Ah, ich hatte die Hoffnung, dass sie sich vielleicht gegenseitig platt machen, das gelbe Vieh und der rosa Höhlenfisch. Leider wurde meine Hoffnung enttäuscht. Ich überlege, was ich eigentlich heute noch für Spiele Let's Playen wollte. Was ich eigentlich nur alles aufnehmen wollte und jetzt habe ich irgendwie ein paar Folgen Starbound aufgenommen.
Devil ist, glaube ich, Schotte. Ich glaube, darum ging es irgendwie auch in den Liedern. Oder? Ach, ich keine Ahnung mehr. Das scheint halt jetzt brauner Dreck zu sein. Ja. Ach man, du sollst die Lampe hängen da. Aber da ist immerhin ein bisschen Kohle. Und Kupfer. Das ist natürlich auch immer willkommen. Wie viel Silber habe ich denn jetzt eigentlich? 26. Das könnte lang für eine Silberhacke. Jetzt überlege ich gerade ernsthaft, ob ich mich nicht einfach killen lassen soll. Komme ich schneller zum Schiff zurück. Könnte ich eigentlich machen. Also ich bin überrascht, dass die Aufnahme immer noch läuft. Also entweder bedeutet das, dass die Aufnahmen gar nicht so groß sind, wie ich vermutet habe. Das bedeutet eigentlich dann aber im Umkehrschluss, dass ich noch viel länger gezockt habe, als ich eigentlich wollte. Ja, das kann sein, dass dann meine Theorie damit fällt. Boah, das ist ganz komisch, dass das Spiel mich so jetzt fesselt. Ich mache ja hier überhaupt nichts Tolles. Ich bewege keine Armeen, ich baue keine Städte aus, ich keine Königreiche, Republiken, was auch immer. Moment, dann machen wir mal so ein Dingsbums hier. So, sicher. Bevor irgendwas von unten rangehüpft kommt und haut mir auf den Kopf. Ich kenne das ja schon. Ich muss eh hoch neue Fackeln machen. Aha, was ist das denn für ein cooles Vieh? Ist das wie ein wild gewordener Staubwedel? Wie so ein Mongolenhelm, die man so mit Fell besatzt. Das nenne ich mal ein Kohlevorkommen. So, bleib du ja da unten, bleib weg von mir. Aber jetzt habe ich eigentlich auch bald genug Eisen und Kupfer und so ein Zeug gefunden, um mir vielleicht mal wirklich Waffen und Rüstungen zu machen. Da komme ich wieder, dann gibt's was auf die Mütze. Krasses Vieh. Jetzt, wenn ich es genauer sehe, sieht es aus wie... Keine Ahnung, wie das aussieht. Achso, mein Sohn. Ah, Hunger, kalt. Ach, armer Kerl. Travel. Oh, ein Diamant.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, nehme ich das noch mit, was ich da hinten sehe, wie finde. Das ist doch Eisen, oder? Nö, war nur Dreck. Na ja. So, das war vom Fenster. Ich habe gedacht, warum höre ich denn Vögel und Krähen? Naja, klar. Ist jetzt wieder morgen. Ist wieder hell und die Vögel da wieder rumflattern. Also die Vögel des Tages. Die Vögel der Nacht, die höre ich ja selten vom Fenster rumkrakeln. Eulen haben halt einfach was Besseres zu tun. Zumindest die deutsche Eule an sich hat was Besseres zu tun. Ich weiß ja nicht, wie das mit dem... Oh! Oh! Feuerchen machen. Ah, das wurde das aber schlagartig kalt. So. Das ist Gold, oder? Boah, super. Nehmen wir auch noch mit. Noch Kopf. Das ist ja klasse. Das finde ich ja im Leben nicht wieder, wenn ich mich auch jetzt von dem komischen Wischmopp platt machen lasse. Erstmal, dass ich so ein Cobblestone-Feld finde, wo tatsächlich richtig viel Rohstoffe drin waren. Morgen habe ich ein, ist der Finger, mit dem ich die Maustaste bediene, wahrscheinlich so dick wie mein Daumen. Das ist der Morgen, irgendwann heute im Laufe des Tages, nehme ich an. Das Gefühl, da ist was. Nee, ist nur Cobblestone. Nee. Oh. Wir umgraben das Vieh mal so ein bisschen. Ah, Silber. Super. Sehr willkommen. So, jetzt setzen wir mal die letzte Fackel. Und dann würde ich sagen, suchen wir mal die Nachbarschaft. Wohl.
links gucken. Obwohl, das müsste sich doch auch trotzdem wiederfinden lassen. Ich muss ja nur meinen Fackeln eigentlich folgen. Ah, Fackeln kann ich hier auch selbst machen. Hui! Da ist endlich mal Kupfer vorkommen. Ach, ich muss mal nach meinen Feldern oben mal gucken, mal ernten bitte. Ich kann jetzt ja nicht weg. So viel schönes Zeug. Also das oh, da ist noch Silber. Was ein Silbervorkommen. Oh, leck. Oh, grandios. Noch mehr Silber, noch mehr Kohle. Oh. Vulkanasche, also so Tuffzeugs. Ach, ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich habe so einen Krempel irgendwann mal gelesen und das ist jetzt auch nicht unbedingt so das Vokabular, das man auch oft braucht. Also wenn man jetzt ja gerade im Baugewerbe ist. Da was drin ist, das purzelt ja einfach auf mich runter dann.